Hallo liebe Leute, willkommen zum heutigen Video. Heute geht es um das Thema, wie fühle ich mich, wenn ich richtig einstecke. Hallo Lukas, Lukas Maxer. Im heutigen Video geht es darum, wie fühlt man sich, wenn man so richtig einmal einsteckt, wenn man so richtig frisst beim Kampf. Ja, also es ist gleichzeitig ein sehr befreiendes Gefühl, aber natürlich, also es ist schwer zu erklären. Es währenddessen, du spürst die Schläge und du weißt, du wirst morgen fürchterliche Schmerzen haben, aber währenddessen nimmst du es gar nicht so arg wahr, du merkst halt einfach, so wie es eben bei mir war damals in Rumänien, wie Runde für Runde einfach immer ein bisschen mehr die Chance zu siegen sinkt. Und das finde ich eigentlich war auch das Schwerste. Es waren gar nicht die Schmerzen, sondern einfach, du merkst, wie der Kampf irgendwie aus der Hand gleitet und egal was du machst, es will halt einfach nicht und es gibt einfach Tage oder Gegner, wo das halt einfach nicht funktioniert. Ja. Hallo Chris, Chris Kalb aus Deutschland ist bei uns heute. Es geht um das Thema richtig einstecken. Wie fühlt man sich, wenn man einen Kampf richtig einsteckt? Ja, also ich persönlich finde es geil, wenn ich richtig auf die Fresse kriege, weil ich bin hier beim MMA, nicht beim Ballett. Hier, ich mag es, harte Fäuste zu kriegen, das brauche ich auch. Und ich finde es geil, wenn man da mit Schmerzen heimgeht, man weiß, was man getan hat und man ist halt dann auch stolz irgendwie halt auf den Schmerz. Und es gehört dazu. Super. Bei deinem letzten Kampf war es ja so, dass du wirklich über 3 Runden hart nehmen musstest. Was hast du da gefühlt schon ab der ersten Runde? Ja, die erste Runde war hart. Ich habe schon gute Ellbogen kassiert. Da wurde auch mal schwarz vor Augen, aber aufgeben gibt es für mich nicht. Keine Option. Ich kämpfe, bis ich sterbe oder K.O. gehe oder leider submitted werden. Aber aufgeben durch Schläge werde ich niemals, weil ich das alles wegstecke. Ich bin keine Pussy. Okay, es war der zweite MMA-Profikampf gegen einen Gegner, der mittlerweile 10-4 steht, der bei Brave kämpft. Ja, also es war ein bisschen gewagt, das Ganze. Auf jeden Fall. Wir wollten einmal wissen, wo du stehst. Jetzt wissen wir, wo du stehst. Ja. Nein, aber es war super. Du bist bis in die dritte Runde gegangen, in die dritte Runde dann TKO gegangen, aber trotzdem eine super Leistung, Wahnsinnsleistung. Und du hast das erste Mal, für mich als Trainer war es wichtig, dass ich gesehen habe, dass du das erste Mal richtig gefressen hast und dass du das weggesteckt hast, dass du weiterkämpft hast und nicht aufgegeben hast. Ist auch wichtig, glaube ich, für den Athleten zum Sehen einfach, dass nicht jeder Schlag direkt zu einem Knockout führt, sondern dass man ruhig auch mal ein bisschen riskieren darf. Einfach, ja. Dass man auch weiterkämpfen kann, wenn man ordentlich kassiert. So ist es. Ja. Natürlich haben wir bis jetzt nur gute Szenen des Gegners gezeigt, da es ja in diesem Video ums Einstecken geht. Aber wie man hier sieht, Ende der zweiten Runde kommt Lukas noch einmal in Fahrt. Da gibt es harte Knie, gute Kicks und wie man sieht, ist der Gegner auch schon sehr gezeichnet. Und er war sichtlich erleichtert, dass er diesen Kampf in der dritten Runde durch TKO für sich entscheiden konnte. Ja. 1, 2. In der dritten Runde war eine Szene, wo du ihm ein bisschen provoziert hast und dann zu Boden gegangen bist. Wie hast du das mitgekriegt, diese Szene? Ja, ich habe ein bisschen provoziert, gesagt, komm her, schlag mich nochmal. Es waren noch 10 Sekunden vom Schluss oder so. Ich wollte mal wissen, noch 1, 2 harte hat er getroffen. Bin fast K.O. gegangen, wieder aufgestanden, wieder weggesteckt. Mich kann man nicht umhauen, ich steck das weg. Eine Wahnsinnsleistung auf jeden Fall. Also ich habe den Kampf gesehen, viele von uns haben den Kampf gesehen und alle waren begeistert, was für Nehmerqualitäten du hast und wie. Du hast schon sehr viele Kämpfe natürlich auch für dich entschieden. In dem Fall ist das punktemäßig natürlich weit nicht ausgegangen, aber extrem riesengroßer Respekt für den Kampf. Danke. Wahnsinn. Und ich glaube, in Zukunft werden wir noch einiges von dir erwarten können, oder? Auf jeden Fall. Jetzt geht es jetzt richtig los. Ich mache bestimmt noch 10, 20 Profikämpfe und jetzt bin ich wieder intensiv am Training. Heute hier bei dir, Georg Schober. Geile Technikeinheit, Sparring-Einheit. Ist richtig geil hier. Für mich wohl, von so einem guten Trainer. Freue mich, danke. Geschliffen zu werden und es geht weiter, immer weiter. Jawohl, es geht weiter, immer weiter. Auch so wie bei diesem Kampf hier gegen Christian Jungwirth. Christian Jungwirth, der zurzeit bei Octagon richtig durchstartet und 3 Siege in Folge gefeiert hat. Auch hier in diesem Kampf wieder eine wahre Schlacht. Die ersten 2 Runden haben für Chris ziemlich vielversprechend ausgesehen, aber jetzt in der dritten Runde kam der Einbruch und jetzt musste Chris wieder richtig einstecken. Und auch dieser Kampf ging über die volle Distanz und wurde nicht vorzeitig abgebrochen. Auch hier zeigt er
unglaubliche Nehmerqualitäten. Aber natürlich konnte Chris auch schon sehr viele Schlachten für sich entscheiden. So wie hier, als er den Gegner durch Joken zur Aufgabe zwingt und sich hier zu Recht feiern lässt. Oder wie hier, als er den Gegner mit einer Guillotine-Variante zum Tappen bringt und den Kampf für sich entscheidet. Immer wieder überrascht er in seinen Kämpfen mit technischen Raffinessen, steckt dann wieder furchtbar ein, kommt zurück und oftmals gelingt es ihm, den Kampf dann noch zu drehen und für sich zu entscheiden. Nach hartem Ground and Pound folgt dann abermals wieder ein Choke und der nächste Sieg ist eingefahren. Chris, wie ist das für dich, wenn dir leichte Gegner angeboten werden? Ja, also wie gesagt, ich kämpfe lieber gegen Starken, verliere lieber gegen Starken, anstatt gegen den schwachen Kämpfer zu gewinnen. Davon habe ich nichts, da lerne ich nichts, das macht mich mental nicht stärker und ich hatte keinen Spaß. Ich will einen harten Kampf, ich will Spaß haben, ich will ein paar einstecken, ich will austeilen. Natürlich will ich den Sieg haben. Wenn ich verliere gegen den Starken, ist mir egal. Super, ja, das ist die richtige Einstellung. Also alles Gute für die Zukunft. Danke dir. Super, danke. Also ihr könnt euch jetzt vorstellen, wie das ist, wenn man richtig kassiert. Ich freue mich, dass ihr heute reingeschaut habt und wir sehen uns wieder nächste Woche, wenn wir das neue Video reinstellen. Auf Wiedersehen, schönen Tag und schönen Abend noch. Bis zum nächsten Mal.